An die Bevölkerung ergeht die Aufforderung, während der Evakuierung Ruhe zu bewahren. Bist du absolut sicher, dass Sud nicht mehr lebt? Logisch. Woher weißt du das? Weil ich ihn persönlich erledigt habe, okay? Dann bist du in Gefahr. Wir müssen deinen Arm verbinden. Ich bring dich zurück in die Mall. Ich muss noch mal rein. Bist du verrückt? Das wäre der reine Wahnsinn. Jack ist noch drin. Ja, und die Typen lauern uns mit Sicherheit auf. Dann mach doch, was du willst. Er war mein Gefangener und ihr habt ihn entkommen lassen. Was hätte Sud wohl getan? Habt ihr Angst, das auszusprechen? Warum lässt du sie nicht gehen? Habt ihr gehört? Das ist ein interessantes Konzept. Gnade. Bring mir zwei Strohhalme, Java. Was? Strohhalme, hörst du schlecht? Also, wir werden es ganz einfach halten. Einverstanden? Wer den langen Halm zieht, kann sofort gehen. Der mit dem kurzen. Mal sehen. Hey! Amber! Schön, dich zu sehen. Ja. Hawk! Amber! Willkommen! Wie schön, euch zu sehen. Wir haben schlechte Neuigkeiten, Hawk. Bright ist tot. Und? Es ist der lange Halm. Na also, haut ab, alle beide! War das wirklich nötig? Das Grundlegende am Chaos, Sieber, ist, dass man es unberechenbar hält. Hier war niemand, bevor Sie gekommen sind. Ich war mit den Tieren allein. Bist du Tierpflege? Hast du hier alles versorgt? Mhm. Wie hast du sie gefüttert? Ich meine die Tiere, die Fleisch fressen. Man findet immer was, wenn man sucht. Du bist der Gefangene, der entkommen ist. Warum kommst du wieder? Hast du Tiere gern? Ich dachte, hier würden sie mich nicht suchen. Außerdem wollte ich wissen, was eigentlich los ist. Wer ist dieser Sud? Er ist böse. Abtraummäßig, furchtbar böse. Kip, wirst du verraten, dass ich hier war? Es ist besser, wenn man keinem was erzählt. Wir sind perfekte Zielscheiben, ist dir das klar? Lex, das musst du dir ansehen. Und? Stell dir ein Stativ vor, mit einem Holographieprojektor obendrauf. Weißt du noch, was Jack gesagt hat? Du brauchst drei Projektoren, um ein Hologramm zu machen. Ein dreidimensionales Bild. Und was soll das sein? Hier, da haben sie den ersten Projektor installiert. Logisch. Und die anderen beiden müssten... Was ist? Hör mal. Sie kommen wieder, Maus. Aber sie sind schon seit einer Ewigkeit weg. Sie können sehr gut auf sich aufpassen. Aber... Sie kommen wieder, okay? Ihr kennt doch den Stamm, der unten am Fluss auf der Eastside wohnt. Die früher den Locos so viel Ärger gemacht haben. Erinnert ihr euch? Du meinst die Hobos. Igitt. Die stinken. Ich hab gehört, die sind einfach verschwunden. Wie meinst du das? Die Leute sagen, da war so ein Wind in der Nacht. Und eigenartige Lichtblitze. Und am nächsten Morgen... war der ganze Stamm verschwunden. Und zwar jedes einzelne Mitglied des Stammes. Es heißt, das war Suds Geist, der Rache geübt hat. Oh, tut mir leid, mein Schatz.
Und was denkst du, Sammy? Ich denke, es ist sein Geist. Das gibt's doch gar nicht. Da irrst du dich, Maus. Woher willst du das wissen? Weil ich mal einen gesehen hab. Ich glaub, Sammy hat recht. Suits Geist ist wiedergekommen und spukt in der Stadt. Oh, kommt, Leute. Ihr macht Trudy ganz nervös. Lasst sie und die Kleinen in Ruhe. Jack. Jack, ich bin's, Jay. Was ist passiert? Er hat mich gewürgt, versteht ihr? Ich hab ihn gespürt, okay? Es war so, der ist noch am Leben. Ist dir das real genug? Was hast du, Hawk? Was ist mit dir? Warum bist du hier, Amber? Willst du das noch mehr von uns, ihr Leben riskieren? Nein, Hawk. Wir sind deswegen hier. Das ist Prides Talisman. Ich weiß, bei euch ist es Brauch, dass man sie zurückgibt, wenn jemand gestorben ist, weil ihr sie sicher aufbewahrt. Wir werden ihn gern von dir zurücknehmen. Nein, Hawk, warte. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Die Zeremonie, die ihr abhaltet, um den Geist des Verstorbenen freizulassen. Werdet ihr das für ihn tun? Aber sicher. Er war unser Bruder. Ich dachte, du willst vielleicht eins. Warum sollte ich sowas haben wollen, wenn ich das hier habe? Ach, ich hab ganz vergessen. Du stehst ja nicht auf Technologie, stimmt's, Ruby? Ich stehe vor allem nicht auf diesen Paradise-Müll, Gabe. Und wenn ich wüsste, dass davon was hier wäre, würde ich es sofort rauswerfen. Und die, die sowas verbreiten, auch. Also, ich lass dir die trotzdem mal hier. Du kennst doch das Sprichwort. Lesen erweitert den Horizont. Willst du wissen, von wo bis wo mein Horizont reicht? Von da drüben bis hier. Was denkst du, Ruby? Sind das 5 Meter? Hast du denn keine Ahnung, wer ich bin? Nein. Nein, hab ich nicht, Gabe. Weil du dich ziemlich bedeckt hältst. Also, wer? Ich bin ein Krüppel. Ich bin ein Krüppel eingesperrt. In einem Käfig, so ist das. Und was wäre, wenn du den Käfig verlassen würdest, Gabe? Wer wärst du dann? Und wie sicher wären wir dann noch? Was treibt dich wirklich an, Gabe? Ist es Hass? Wut? Rache? Ich weiß es nicht. Aber was immer es ist, wenn du es zulässt, wird es dich von innen auffressen. Also los, versuch's mal mit einem Buch. Du hast doch sowieso nichts anderes zu tun. Es war dunkel und du hast Angst gehabt, das ist alles. Jay, sag ihnen, was wir gefunden haben. Also ich weiß nicht. Da waren Kleber auf dem Boden. Vielleicht für das Stativ eines Projektors. Manchmal hinterlassen Geister Spuren. Als Zeichen. Oh, bitte. Ihr versteht das alle nicht. Okay, keiner von euch hört zu. Er hat mich gepackt an der Kehle und er hätte mich fast erwürgt. Glaubt ihr wirklich, dass ein Geist oder ein Hologramm sowas tun kann? Jetzt spinn hier nicht rum, Mann. Das Ganze war ein Trick, weiter nichts, ein alberner Trick. Das Ganze stinkt förmlich nach Ram. Hey, ich weiß, was ich gesehen habe, okay? Es war Sud. Schluss damit! Hört mit dem Blödsinn auf! Schluss jetzt! Hey, ich schwöre euch, er war es. Nein, Jack! Ich weiß nicht, was mit dir passiert ist oder was du gesehen hast, aber es war nicht Sud. Er ist weg, den gibt's nicht mehr. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Der Talisman unseres Bruders soll heute zurückgegeben werden, damit wir ihn ewig in Erinnerung behalten können. Bruder und Freund. Wir hatten das Glück, ein Stück gemeinsam mit dir zu gehen. Doch nun kehrst du wieder zurück zu Erde und Wasser, zu Feuer und zur Luft. Ruh in Frieden. Du bist frei. Geh, mein Herz. Du bist frei. Maus, ich bin's. Lass mich rein. Sammy.
Was ist das hier? Eine Festung? Hey, guck mal, was ich hab! Was ist das? Eine Digitalkamera! Und? Und? Wir können auf Geisterjagd gehen draußen in der Stadt. Wir können Fotos machen von Sud. Was ist denn los? Hast du etwa Angst? Ich werde nicht in die Stadt gehen und du auch nicht. Ich gehe jetzt sofort, also geh mir lieber aus dem Weg. Nein. Nein, Sammy, das darfst du nicht. Bitte. Du kleiner Angsthase. Danke. Trudy, ich bin sicher, die Sache mit Sud wird... Es ist nicht nur das. Was denn? Das würdest du nicht verstehen. Vielleicht doch. Ich habe mein Leben lang immer Angst gehabt. Auf dem Spielplatz und dann, als der Wahnsinn ausbrach, auf der Straße. Ich hatte solche Angst, dass ich mich gegen meine eigenen Freunde gestellt habe. Das ist verdammt lange her. Jay, du kannst dir das nicht vorstellen. Ich höre diese furchtbaren Sprechchöre. Sud! Sud! Und schon kriege ich wieder die gleiche Panik, die sofort in mir aufsteigt. Was wäre, wenn sie mir Brady wieder wegnehmen würden? Was soll ich dann machen? Trudy, jetzt hör mal zu. Ich weiß nicht genau, was damals passiert ist, aber du bist nicht mehr derselbe Mensch. Du siehst nicht, wie du dich entwickelt hast, aber ich sehe das. Ich sehe dich jetzt. Eine Frau, die so viel Mut aufbringt. Hör auf, an dir zu zweifeln. Ich habe genug davon, dass diese drei Hexen die Stadt verrückt machen. Jay, wir müssen was unternehmen. Okay, wie sieht dein Plan aus? Wir laden die anderen Anführer ein. Aber von den anderen Stämmen will keiner was mit uns zu tun haben. Die werden uns nicht zuhören. Gut, dann greifen wir einfach an. Mit Mega. Wir wissen nicht einmal, wo sie sich aufhalten oder wie viele es sind. Und was schlägst du vor? Sollen wir Schach spielen, während die Macht übernehmen? Hör zu, ich habe ein Team losgeschickt, um rauszufinden, wo sie sich aufhalten. Wir wissen bald Bescheid. Lass uns dann darüber reden, okay? Na schön. Aber damit das klar ist, ich werde mich den drei Hexen nie unterwerfen. Oder Ram. Und der steckt dahinter. Und ich sag euch, wir müssen sie ausschalten, und zwar bald. Denn es gibt keine zweite Chance. Was für ein bezauberndes Geschöpf. Was ist denn bloß los mit dir? Ich bin genervt. Dann such dir was, das dich aufheitert. Davon gibt's hier genügend. Weißt du, dein Problem ist, dass du keine Ahnung hast, wie man sich amüsiert. Was machen wir hier, Java? Ebony ist halb verrückt und wir sind dabei, ihr alle Türen zur Macht zu öffnen. Ich verstehe einfach nicht, wo das hinführen soll. Wie oft soll ich dir noch sagen, ich hab sie unter Kontrolle? Wart's ab, ja? Nein! Warum sollte ich abwarten? Du weißt etwas, doch du willst es mir nicht sagen und das will ich wissen, und zwar jetzt, sofort. Die haben wir draußen gefunden, mit dem hier. Was ist hier los? Na sowas. Was haben wir denn hier? Was für ein reizender Besuch. Von zwei gemeinen kleinen Spionen. Wer hat euch geschickt? Geht das schon wieder los? Hast du die Strohhalme noch? Nein. Ich habe eine bessere Idee. Schafft sie in den Zoo. Probleme? Wenn ich hier behaupte, ich stehe auf die Stadt, erinnere mich daran, dass ich lüge. Ich kann Städte auch nicht leiden. Willst du was trinken? Klar. Wieso nicht? Weißt du, was ich mich frage? Das hier ist eine Kleinstadt. Aber du bist kein Kleinstadtmensch. Was hat dich hergebracht, Ruby? Ich wollte meine Ruhe haben. Und die habe ich hier gefunden. Meistens ist es friedlich hier. Und außerdem kommt ab und zu jemand Interessantes hier vorbei. Sind die für ihn? Ja. Was interessiert dich an ihm? Du weißt irgendwas über den Kerl, was du uns anderen verschweigst. Scheinbar hat er gewisse Talente. Aber darum geht's mir gar nicht. Schwer zu beschreiben, aber als ich ihn gefunden habe, völlig hilflos, abgeladen auf einer Müllkippe, da dachte ich, das ist nicht die Welt, in der ich leben will, wo man einem Menschen sowas antut.
Du willst mir doch nicht etwa sagen, dass du ein Herz hast, oder Slate? Überrascht dich das? Viel Glück mit den Krücken. Ich bin nicht sicher, ob Gabe sich über dein Mitbringsel freuen wird. Was machst du denn hier? Ich hab nach dir gesucht. Hier draußen ist es gefährlich, Sammy. Du bist die ganze Strecke allein hergekommen, um mir das zu sagen? Ja, und jetzt komm, es wird bald dunkel werden. Genau, und dann kommen sie alle raus. Wer? Gespenster, Vampire, Geister. Bitte, Sammy, sonst sag ich jetzt Jay und Tudi. Okay. Sag mal Vampir. Was ist? Ich muss dich was fragen, Hawk. Wieso bist du so feindselig? Weißt du, woran du mich erinnerst, dann? Eine Nebelkrähe. Jedes Mal, wenn du wieder zu uns kommst, bringst du uns Unglück. Gibst du mir die Schuld daran, wie die Welt aussieht? Du hast uns in diese Welt geführt, Ember. Die Chosen, dann die Technos. Wir wollten nichts damit zu tun haben. Du hast Pride geführt. Und jetzt ist er tot. Denken die anderen genauso? Der Stamm berät, ob wir umziehen. Irgendwohin, wo der Rest der Welt uns nicht findet. Warum hast du uns verlassen, Ember? Wir haben an dich geglaubt. Ich habe an dich geglaubt. Ich wusste nicht, dass du so empfindest. Dann weißt du es jetzt. Bleib doch, Ember. Du bist hier zu Hause, bei uns. Nein. Ich bin in der Stadt zu Hause. Ich muss versuchen, den Traum zu verwirklichen. Tut mir leid, Hawk. Es ist nicht der Traum, der dich interessiert. Es ist der Mann. Was meinst du? Dieser Techno, Jay. Ich habe gesehen, wie du ihn angeschaut hast, als er gekommen ist. Du gehst seinetwegen zurück. Du kannst es nicht mal abstreiten, oder? Wenn du uns dieses Mal verlässt, bist du nicht mehr willkommen bei uns. Selbst wenn du uns finden würdest. Es tut mir leid, aber ich muss einfach zurückgehen. Was ist das? Na, Krücken. Wo ist dein Problem, Slate? Geben deine Beine den Geist auf? Die sind für dich. Und was soll ich damit? Kannst du mir das verraten? Gehen? Du sollst es versuchen. Ich sag's dir ganz deutlich. Ich bin ein Krüppel. K-R-Ü-P-E-L. Weißt du, was das bedeutet, Slate? Das bedeutet, ich kann sie nicht bewegen. Nein, ich kann nicht laufen, kapiert? Dein Unfall war, nachdem der Virus ausgebrochen ist, richtig? Also, erzähl mal, welcher Arzt hat dir gesagt, dass deine Verletzung unheilbar ist, hä? In welchem Krankenhaus war das? Was für Tests haben sie mit dir gemacht? Welcher Spezialist hat dir die Diagnose mitgeteilt, hä? Also vielleicht muss gar kein Wunder geschehen, damit du wieder auf die Beine kommst und gehen kannst. Aber vielleicht hast du zu viel Schiss, um es rauszufinden. Glaubt Jack, er hätte Sud gesehen? Ja, ich denke schon. Hatte er Angst? Ja. Und die anderen? Tja, erschreckt, verängstigt, verwirrt. Es funktioniert. Du weißt nicht, wie das ist. In der Mall zu sein, bei ihnen und allen was vorzuspielen. Es wird alles gut gehen. Es wird nicht mehr lange dauern, May. Du wirst sehen. Du bist auf der Seite der Sieger. Habt ihr mal einen von diesen alten Filmen gesehen? Wo die Römer die Christen den Löwen zum Fraß vorgeworfen haben? Das hier, das wird so ähnlich funktionieren. Sie klingen hungrig, was?
Das darfst du nicht tun. Ich will es aber tun. Nein, das sind Spione. Sie hat recht. Wir müssen sie einschüchtern. Also jetzt wisst ihr in etwa, wie das hier läuft, Jungs. Ich stelle euch jetzt diese Frage. Aber das ist das allerletzte Mal. Wer hat euch hergeschickt? Hätte ich bloß die Kamera nicht fallen gelassen. Wen interessiert schon deine dämliche Kamera? Glaubst du, er weiß, wo wir wohnen? Vermutlich nicht. Vielleicht können wir sie wiederholen. Morgen. Ich werde da nicht wieder hingehen. Nie im Leben. Und ich werde es allen erzählen. Weil es einfach zu gefährlich ist. Maus, du darfst es aber niemandem erzählen. Wieso nicht? Weil wir dann furchtbaren Ärger bekommen. Er ist wirklich echt, oder? Genau wie Jack gesagt hat. Ich weiß, wie wir das rausfinden können. Was meinst du? Die Kamera. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, ich habe ein Foto von ihm gemacht. Ich habe was gehört. Was ist denn? Ich hatte einen schlimmen Traum. Ich sag doch, ich bin so ein Feigling. Komm her. Er hatte Brady. Er hat sie einfach mitgenommen und es gab nichts, das ich tun konnte. Ist ja schon gut. Ich sag doch, wir lassen das nicht zu. Versprichst du es mir? Ich verspreche es dir. Trudy. Hier. Ich glaube fast, du hast mehr geweint, als Tränen für dich da sind. Bist du sicher? Ja. Ich bin sicher.